Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen zu einem neuen Trader-Video hier. Und zwar habe ich es ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir heute den ultimativen Trade-Up versuchen werden. Und erstmal möchte ich mich entschuldigen, dass das Video heute am Mittwoch rauskommt und zweitens mal für die Verspätung. Eigentlich sollte es um 18 Uhr schon rauskommen, aber ich bin erst um 6:45 nach Hause gekommen, dafür entschuldige ich mich. Und wir werden jetzt gleich unser Glück versuchen. Und zwar, wie ihr schon gesehen habt, habe ich hier 6 P2000 Oceanform in Factory New. Müssten die alle 6 Factory New sein, jawohl. Und 4 StatTrak P90 Emerald Tracken in Minimalware, wie ihr hier seht. Das heißt, wir haben eine 6:3 Chance oder eine 3:2 Chance, eine AK, oder wir haben besser gesagt erstmal eine 1:1 Chance, entweder die AK Fire Serpent oder die Desert Eagle Golden Coil, und da würde ich einfach, was weiß ich, alles wegschmeißen, was es gibt hier, ja. Und ich warne jetzt schon mal vor, dass ihr werdet es wahrscheinlich wieder vor mir sehen, was ich bekomme. Und je nachdem, bitte tut die Kopfhörer abnehmen oder sonst irgendwas. Ja. Aber ich werde auf jeden Fall schreien, ja, egal was es ist. Und wir haben halt hier eine 3:2 Chance, diese AK Fire Serpent auch noch in Factory New zu bekommen. Und das wäre einfach so grandios, Leute. Das wäre einfach nur so abartig geil, ja. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, fangen wir hier gleich an. Nicht Salon Market, so Use in Trade Up. So habe ich mir schon überlegt, dass ich die immer so im Wechsel anwenden möchte. So wie ich es letztes Mal eigentlich auch schon gemacht habe, wo es Glück gebracht hat. So, liebe Leute. Ja, der ultimative Trade Up. Ich drücke auf Proceed. Was gebe ich denn ein? I love Gaben, gebe ich ein. So, und mal das hier aus. Ich möchte es einfach nicht sehen. Leute, ihr merkt schon, wie sprachlos ich bin. Das ist einfach nur, klar, es gibt noch der nächstgrößere Trader, was noch gehen würde, wäre auf die Dragonlord zu kommen. Aber das ist ein so unglaublich teurer Trader, ja. Das ist, ich glaube, da lohnt sich gar nicht, diesen Trader zu machen, sondern eher dann die Waffe auf CSGO Launch zu kaufen. Oder? Müsste ich mal umrechnen, ob sich das lohnen würde. Aber das hier ist einfach der zweitschlimmste Trade-Up, den man überhaupt in CSGO machen kann, ja. Und wir machen ihn heute. Und ich würde einfach sagen, es ist ausgemalt. Und ich drücke auf Submit Contract. Oh mein Gott, ich stehe mal lieber auf. Oh Gott. Ihr werdet mich wahrscheinlich jetzt nicht so laut hören, ja. Aber ich gucke jetzt weg, ja. Scheiße, Alter, ich will es einfach nicht sehen, Alter. Ich will mich nicht zum Bildschirm drehen, ohne Spaß. Ich will es nicht sehen, aber ich werde es jetzt machen in 3, 2, 1.
Nicht. Naja, Factory New. Boah, fuck. Ja gut, kann man nichts machen, ja. Passiert und mal gucken, wie viel die wert ist. Siebenundfünfzig. So viel. Die ist billiger als eine Waffe von daher. Ja gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.